wieder unserer Fanpage Küstenwache.net. Liebe Gäste, liebe Hauptdarsteller, wir heißen euch alle herzlich willkommen zu unserem Forum-Treffen in diesem Jahr hier bei der Küstenwache. Wir begrüßen alle Anwesenden zu unserem dritten offiziellen Treffen 2008 hier bei der echten Küstenwache. Durch die Hilfe unseres Forumsmitgliedes Wolfgang wurde es uns ermöglicht, hier ganz hautnah bei der echten Küstenwache zu sein. Wir bedanken uns deshalb nochmal ganz herzlich bei Wolfgang und Gisela und sagen herzlich willkommen. Vor dreieinhalb Jahren wurde an einem Abend eine Idee geboren. Ein junger Mann, wir wissen ja alle, wer gemeint war, wollte unbedingt eine eigene Homepage ins Internet setzen. Aber was für ein Thema sollte er wählen? Es sollte ja ein Thema sein, das nicht nur ihm gefiel, sondern auch möglichst viele im Internet ansprach, möglichst viele Leser auf seine Seite brachte. Zur gleichen Zeit lief im Hintergrund seine Lieblingsserie, die Küstenwache, und in dem Moment machte es Klick und die Idee war geboren. Eine Internetseite rund um und für die Küstenwache, mit und für die Fans der Küstenwache. Die Leser nahmen von Anfang an die Seite sehr positiv auf und auf Vorschlag der Mitglieder wurde auch ein Forum hinzugefügt, in dem man sich austauschen konnte. Die Fanpage wurde täglich größer und die Mitgliederzahl steigt stetig. Mittlerweile haben wir über 200.000 Besucher auf der Fanpage gehabt. Die Seiten wurden 1.395.000 Mal mittlerweile aufgerufen. Das Forum hat jetzt 146 Mitglieder, welche 20.600 Beiträge geschrieben haben in 1.887 Themen und es wird täglich mehr. Wer hätte das gedacht? Es hat alles so klein angefangen. Durch die Fanpage und das Forum herrscht ein reger Austausch unter den Mitgliedern. Und es haben sich viele private Freundschaften gebildet, welche ohne dieses Forum nie zustande gekommen wären. Heute begrüßen wir viele Mitglieder aus ganz Deutschland, aus den Niederlanden, welche extra zu diesem Treffen hierher nach Neustadt angereist sind. Seit Gründung der Fanpage vor dreieinhalb Jahren ist für mich jeder Tag Küstenwache. Es gilt, neue Berichte von den Dreharbeiten zu schreiben und das Forum im Blick zu haben. Ich hätte es am Anfang nicht für möglich gehalten, dass alles einmal so groß und umfangreich werden würde, dass ich es gar nicht mehr alleine schaffe. Umso mehr freut es mich, dass ich ein Forum-Team hinter mir habe, auf das ich mich unbesorgt verlassen kann. Aus diesem Grund möchte ich mich ganz herzlich bei Conny bedanken, als meine Mitadministratorin, denn sie ist mir nach wie vor eine sehr große Hilfe und Unterstützung. Weiter möchte ich mich bei Rosi bedanken und sie mal nach vorne bitten, denn sie belebt das Forum in der Rubrik Kochen und Genießen mit den schmackhaftesten Gerichten, welche einem schon beim Leben das mal erzählen. Ferner bedanken möchte ich mich bei Annegret, welche die Rubrik Fanfiction leitet. In dieser Rubrik veröffentlichen Mitglieder ihre eigenen Kurzgeschichten. Zu guter Letzt noch ein herzliches Dankeschön an unser Forummitglied André, der heute leider nicht hier sein kann. André leitet den Support des Forums. Ganz besonders freut es uns bei diesem Treffen heute auch die Anwesenheit der Schauspieler Sabine Petzl. Claudia Wenzel. Der ganzen Produktion danken und unseren Dank zum Ausdruck bringen und überreichen in Anerkennung an die Produktion eine gravierte Schiffsglocke und hoffen, dass sie einen ehrenvollen Platz findet. Möge sie dafür sorgen, dass noch viele Serien oder viele Staffeln auch
eingeläutet werden. Das ist die gravierte Glocke, die wir da einfach. Und wir würden Sie gerne Herrn Joswig überreichen. Komm nach vorne. Danke, das ist ein ganz toller Einfall. Ich möchte euch und Ihnen sagen, dass wenn es auch manchmal den Anschein hat, dass wir uns nicht für Ihre Arbeit, für das, was Sie tun, für uns nämlich, und dessen sind wir uns sehr bewusst, den Anschein hat, dass wir uns nicht dafür interessieren, dass wir uns nicht darum kümmern und dass wir das nicht wertschätzen können, das Gegenteil ist der Fall. Nur uns fehlt eben oftmals die Zeit. Und auch heute ist unsere Zeit wieder ganz knapp bemessen. Deshalb ist das kein Affront gegen Sie alle, wenn wir hier nach etwas mehr als 20 Minuten schon wieder verschwinden müssen. Wir haben einen Fotografen aus München, der eine über mehrere Tage gehende Fotogeschichte mit uns macht. Und wir haben den ganzen Tag haben heute schon Fotos gemacht und das nimmt kein Ende. Also seien Sie sich gewiss, wir wissen, was Sie tun für uns. Und neulich habe ich mich auch mal erinnert. Er ließ mal verlauten, er sei so lange schon nicht mehr als Komparse eingesetzt worden. Da bin ich einfach mal ins Büro gegangen und gesagt, was ist los? Und zwei Tage später, ne? Also wir wissen, was ihr macht. Und vielen Dank. Das ist echt ein ganz tolles und auch wertvolles Geschenk. Das werden wir in unserem Bürohaus aufhängen. Danke. Also nicht im Studio, ne? Direkt im Studio geht's nicht, dann geht jeder vorbei und bumm. Dann wird es nerven. Wir werden das oben aufnehmen. Hast du es gut? Dankeschön. Vielen Dank. Später wird es noch eine Tombola geben, deren Erlös zugunsten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger geht. Weiter zeigen wir noch einige Trailer und mehrere Teamfilme der Küstenwache. Und nun erkläre ich hiermit die Veranstaltung offiziell für eröffnet. Im Anschluss dessen ist auch das Buffet im Nebenraum erwähnt. Allen einen schönen Abend. Schön, dass ihr alle gekommen seid zu unserem Forum-Treffen 2018. Prost! Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, noch kurz einige Fragen, die die Mitglieder an unsere Hauptdarsteller haben, bevor sie wieder gehen müssen. Wir haben es im letzten Jahr so gemacht, dass da Fragen gestellt wurden. Vielleicht fallen sie euch jetzt auch gar nicht so spontan ein. Ja. Hat jemand Fragen? So keine. Gut, dann denke ich mal, vielleicht gibt es gleich noch einen lockeren Austausch, solange Frau Sabine Petzl hier ist und auch Frau Wenzel und Herr Jutzig. Ansonsten denke ich mal, können wir auch gleich das Buffet stürmen. Ja, wie schon gesagt, machen wir einen lockeren Abend. Okay? Also denkt dran, in 20 Minuten sind keine Fragen mehr möglich. Also jetzt haben wir eine Möglichkeit. Fragt, was ihr könnt. Mein Name ist Kapitän. Die Gelegenheit gibt es nicht so oft. Jetzt sind wir alle ganz verhalten. Ja, kann man. Vielleicht kommt gleich noch das eine oder andere. Ich denke, vielleicht zwischendurch schon mal Richtung Boucher dann gehen. Frag du doch erstmal. Danke. Ja, ich verlange von meinen Mitgliedern so spontan zu sein, gefällt jetzt im Moment selbst. Jürgen, deine Frage stellen? Ja, natürlich. Herr Justin, vielleicht kennen Sie sich noch wieder werden? Ja, natürlich. Ohne Schnauzer. Ja. Auch ohne Schnauzer. Danke.
Also meine Frage an Sie. Ist es für Sie ein Unterschied, ob Sie jetzt als Beispiel irgendeinen Krimi drehen, Tatort oder Rosamunde Pilcher oder Küstenwache? Es gibt grundsätzlich keinen Unterschied für unsere Arbeit, weil jede Arbeit, die wir annehmen, wenn wir sie angenommen haben, ist in unserer Verantwortung, dass sie so gut wie möglich gemacht wird, so gut wie wir in der Lage sind, sie zu machen. Und deshalb machen wir keinen Unterschied. Diese Antwort habe ich natürlich erwartet. Danke. Ja, ich hätte Sie gerne überrascht, aber wenn Sie antworten. Danke. Ich habe eine Frage an Frau Wenzel. Ja. Sie sind ja bekannt als das Biest schlechthin. Ich finde das super toll. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man eine andere Rolle spielt. Aber müssen Sie nicht mal eine andere Rolle spielen? Also es ist einfach so, Kollegen können das bestätigen, Sabine kennst du das vielleicht auch. Also weil man einmal halt in so einer Schublade drin ist, kriegt man die meisten Angebote, die immer in der Richtung sind. Und man versucht natürlich zwischendurch Sachen abzusagen. Um vielleicht mal was anderes zu kriegen. In diesem Jahr hatte ich schon das Glück, andere Sachen zu spielen, unter anderem jetzt auch mal in der Küstenwache. Da bin ich zwar auch vielleicht eine Böse, weiß ich nicht, aber sie ist nicht so wie sonst immer. Also, im Fernsehgeschäft ist es so, wenn du einmal die Fürsorgliche warst, bist du meistens immer die Klischee, wenn du einmal die Böse warst, du kannst halt gern. Beim Theater ist es anders. Da kann man mehr Sachen ausprobieren. Ja. Aber ich denke mal, irgendwann kommen auch die Mütterrollen. Ich bin Optimist. So, ja. Ja, Mensch, ich komme. Das ist hier ein Gebäude. So, Berlin hat mich schon mal den Kopf aufgeschrieben. Ich habe immer vorgebracht. Ich habe die Polizei nicht.